Zehn Spielregeln für Katzen und deren Menschen. Katzen spielen von klein auf mit allem, was sich bewegt. Sie spielen für ihr Leben gern. Es gehört zu ihrem natürlichen Raubtierverhalten, einer Beute nachzustellen, sich anzupirschen und einen großen Fang zu landen. Wenn eine Mieze nicht spielt, dann ist sie entweder krank oder du hast noch nicht das richtige Spielzeug gefunden. Doch auch beim größten Spaß sollte man stets einige Regeln beachten, damit das Spielerlebnis nicht in der Tierklinik, der Notaufnahme oder mit einer gelangweilten Katze endet. Erstens: Spielregeln für Katzenkinder. Ist das Kätzchen anfangs noch so niedlich? Hände und Füße des Menschen sind kein Spielzeug. Man darf sich sonst nicht beschweren, wenn die erwachsene Katze später auch noch mit ihrem Zweibeiner raufen möchte und man blutige Katzenkratzer davonträgt, die sich im schlimmsten Fall schwer entzünden können. Unterbinde das Spielen der Katze mit deinen Händen und Füßen mit einem klaren Nein. Hört die Katze nicht auf, wiederhole dein Nein und unterbrich das Spiel, indem du wortlos gehst. Ein kleines bisschen Erziehung, das darf schon sein. Zweitens: Spielzeug darf immer aufregend und attraktiv sein. Katzen interessieren sich am meisten für neues und bewegliches Spielzeug. Nach dem Spiel dürfen Filzmaus und Co. zwar auf dem Boden liegen gelassen werden, dennoch darfst du die Spielzeuge regelmäßig durch neue oder andere austauschen, damit sie interessant bleiben. Drittens: Der Laserpointer. Nur bedingt zu empfehlen. Der Laserpointer mag ein Trendspielzeug unter Katzenhaltern sein. Er ist vermeintlich bequem, denn von der Couch aus kann der Mensch völlig faul und nebenher mit der Katze spielen. Kann man machen, muss man aber nicht. Der Laserstrahl kann nämlich erhebliche Netzhautschäden verursachen und ganz nebenbei ist es schöner, mit der Katze gemeinsam und mit voller Aufmerksamkeit zu spielen. Daher bitte, wenn überhaupt, den Laserpointer beim Spiel nur gezielt auf den Boden leuchten, niemals aber in Augenhöhe halten. Wichtig ist, deiner Katze eine Belohnung in Form eines Leckerlis, das als Beuteersatz dient, bei Beendigung des Laserpointerspiels zu geben. Die Katze hat nämlich sonst kein Erfolgserlebnis, da sie den Laserpointer nicht erlegen kann, wie zum Beispiel eine Spielzeugmaus, und ist auf die Dauer gefrustet oder aufgedreht statt ausgelastet. Viertens: Halte das Riechspielzeug frisch. Baldrian- und Catnip-Mäuse sowie Matatabi-Stäbe sind echt Dufte für die Katzen. Nach dem Spielen ab damit in einen verschlossenen, luftdichten Glasbehälter. Sonst verfliegt der Geruch und das Spielzeug wird für die Katze weniger interessant. Tipp: In der Apotheke oder online gibt es Baldrianwurzel zu kaufen. Diese kannst du zusammen mit dem Spielzeug in ein luftdichtes Einmachglas geben. So nimmt das Spielzeug den verführerischen Duft an, ohne deine Wohnung zu verpesten. Ich glaube, du weißt, wie intensiv Baldrian riechen kann. Huiuiuiui. Fünftens: Achte auf die Qualität des Spielzeugs. Lockere Kleinteile von billigem Katzenspielzeug können von der Katze verschluckt werden. Verwendete Kleb- oder Farbstoffe könnten schädlich für sie sein. Schau, dass das Spielzeug naturbelassen und somit ungefährlich für deine Mieze ist. Benutze für Katzen geeignete Spielutensilien. Sechstens: Wollknäuel und Schnüre sind ein No-Go. Im Eifer des Gefechts besteht beim Spiel mit Wolle und Schnüren Strangulierungsgefahr. Daher lass deine Miete nicht allein mit Schnüren spielen. Beim gemeinsamen Spiel ist natürlich kein Problem. Achtung auch bei der Spielangel. Räume nach dem Spiel die Angel weg, damit deren Schnur für deine Miete keine Gefahr darstellt. Siebtens: Papiertütenhenkel. Katzen lieben knisternde Papiertüten. Spricht im Grunde nichts dagegen, wenn sie sich darin verstecken, aber bitte durchtrenne die Henkel oder entferne sie. Die Katze könnte sonst daran hängen bleiben, wenn sie beim Spielen plötzlich losrennt. Das Spiel mit Plastiktüten nur unter Aufsicht, damit sich die Katze nicht darin verfängt und erstickt. Achtens: Maßvolle Leckerlis. Ab und an ein Leckerli beim Spiel, das geht in Ordnung. Zu viel Belohnung ist aber kontraproduktiv. So spielt die Katze in erster Linie nur, um ans Snacks zu gelangen. Zudem mindert angesetzter Speck auf Dauer die Fitness der Katze. Dennoch kannst du Spiel und Fütterung verbinden. Lass deine Katze das Trockenfutter jagen, verstecke es an verschiedenen Orten oder gib es in Intelligenzspielzeug, sodass deine Mieze etwas dafür tun und sich bewegen muss, um an das Futter zu gelangen. Bastel gern einen Schnüffelteppich oder ein kleines Fummelbrett aus Toilettenpapierrollen, aus dem die Katze das Futter herauspfödeln muss.
Neuntens, selbstgebasteltes Spielzeug. Tackerklemmen, Nägel, Kleber oder Draht oder eben alles im Haushalt, was klein ist oder Verletzungsgefahr birgt, sollte nach Möglichkeit beim Basteln von Katzenspielzeug gar nicht verwendet werden. Muss der Kratzbaum repariert werden, bitte so, dass die Katze sich nicht verletzen kann. Auch neue Einrichtungsgegenstände oder Katzenspielzeuge sollten genau auf Verletzungsgefahren hin untersucht werden. Zehntens, spielen mit alten Katzen. Selbst alte Katzen spielen noch sehr gerne, nur nicht mehr so ausdauernd und lange oder wild wie früher. Trotzdem brauchen sie Spieleinheiten, in denen ihre Aufmerksamkeit und Bewegungsfähigkeit gefordert sind. Das hält sie fit und gesund. Ein kleiner Tipp zum Schluss. Die Regeln während des Spiels, sind sie einmal aufgestellt, sollen von allen Familienmitgliedern inklusive Katze eingehalten werden. Andernfalls verwirrt man die Mieze, weil sie nicht weiß, was sie jetzt eigentlich darf und was nicht. Halten sich alle daran, bringt das gemeinsame Spielen viel Freude und Auslastung. PS: Der beste Mensch kann besonders auch beim Spielen keinen Katzenkumpel ersetzen. Denn auch raufen darf sein und so lernen Katzen unter und miteinander viel fürs Leben. Alles Liebe, deine Tanja Hansen.